Willkommen zurück zu Haunted Halls, das Grauen von Green Hills. Wir sind hier zuletzt in dieses merkwürdige Gebäude reingekommen. Oh, und ich sehe gerade, dass wir hier wimmeln können. Es ist schon richtig, dass ich rausgegangen bin. Wir legen los mit einem Wimmelbild, was auch sonst. Und die sind ja mega einfach, wie wir das letzte Mal herausbekommen haben. Und da sehe ich doch direkt die Musiknote, die wir als erstes finden sollen. Danach eine Filmspur, die sehe ich auch. Eine Gasmaske. Und eine Schaufel. Wenn ich die jetzt auch noch finde, jawohl, dann habe ich den ersten Block schon mal fertig. Eine Granate sehe ich hier. Den Schädel sehe ich da. Ein Magnet, den sehe ich da. Und eine Glocke, die hatte ich aber auch schon mal in dem Bild gesehen. Da. Das hatten wir nämlich, glaube ich, schon, oder? Hatten wir das Bild nicht schon? Bürste, Ventil, Banjo, Radio. Bürste. Bürste, 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 Bürste. Käferkorb, Nest, Eule sonst auch gerne. Eule. Das nicht. Das war nicht der Korb. Das ist ein Korb. Da ist ein Nest. Und jetzt noch ein Käfer. Wo ist denn ein Käfer? Ist hier ein Käfer? Da ein Käfer. Überall Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Käfer, Käfer. Im Grün vielleicht. Wo Käfer ebenso gerne sind. Da ist ein Käfer. Okay, der war gezeichnet. Gemein. Bürste, Ventil, Banjo. Oder Banjo, Banjo. Wo ist es denn? Und wo ist die Bürste? Die ist bestimmt hier in dem ganzen Kladderadatsch. Wo alles Mögliche ist. Da ist es. Aber das war nicht die Bürste. Wo ist denn jetzt die Bürste? Ventil. Radio. Bürste. Wo ist denn die Bürste? Das ist aber für mich ein Pinsel und keine Bürste. Oh. Okay. So, ich habe ein Ventil. Ich weiß auch genau, wo das hingehört. Kannst du das mal... Hier, Ventil. Voila. Oh, wir kriegen ein neues Spielchen. Das hatten wir schon lange nicht. Was sollen wir denn hier machen und was passiert hier gerade? Es macht mich... Hilfe. Fange, was auch immer sich über den Deckenkacheln versteckt. Benutze den Wasserwerfer, um die Kreatur unter der Kachel einzukreisen. Dunkle Kacheln sind jene, auf die die Kreatur nicht gehen kann. Was mache ich jetzt? Achso, und wie... Moment mal. Benutze den Wasserwerfer, um die Kreatur unter der Kachel einzukreisen. Dunkle Kacheln sind jene, auf die die Kreatur... Also muss ich die jetzt so, dass sie... Ja, also so... Und dann dahin, dann kann sie da nicht hin... Kann sie da jetzt weg? Nee. Ja, also ich muss ein bisschen besser werden hier. So. Damit die da nicht lang kann. Jetzt ist sie gleich weg, ne? Ja. Also nochmal das Ganze. Die geht nämlich immer weg. Doofes Ding. Ja, schön. Wie soll man das denn machen? Ja, weg ist es. Ja, das ist doof. Das ist irgendwie doof. Und ich kapiere nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist voll doof. Ja, macht Sinn.
Das kann sich ja nur um Stunden handeln, was ich hier mache. So. Kesseln wir dich mal ein bisschen ein hier. Jetzt kommt das Vieh natürlich raus. Das war blöd. Das hätte ich fast geschafft. Ja, jetzt ist es gleich wieder weg. Oh Mann, das nervt voll. Ja, super. Und weg. Aber der Ansatz war eigentlich schon mal ganz gut. Kusch dich mal ein bisschen in die Ecke. Ja, das ist gut. Geh mal schön da lang. Ja, war klar. Und weg. Ja. Ätzend irgendwie. Ja, und das, da kann man halt jetzt die ganze Zeit so machen, ob nun so oder so. Es funktioniert nicht. Weg ist das Vieh wieder. Boah, ich bin echt zu doof für das Spiel. Ich glaube, ich muss mal mehr ein bisschen das nach außen hin schon mal machen. Geh mal da lang. Ja, es findet ja immer einen Ausweg. Das ist die Scheiße. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen grobflächiger. Ja, und weg ist es wieder. Es ist doch scheiße. Na, kriege ich es mal hin? Ja, ich glaube, ich krieg's mal hin. Hey. Habe ich's? Oh Gott, endlich, ja. Wie schwer kann es sein? Da ist etwas im Inneren des Amulets. Ja. Und dieses Telefon. So. Was auch immer dort oben war, ob Mensch oder Kreatur, konnte fliehen. Doch es ließ zuvor ein Amulett fallen. Das Amulett ist aus Holz und sieht aus, als wäre etwas im Innern. Es ist zu hart, um es aufzubrechen. Vielleicht bringt mich ja Feuer weiter. Ey, das Rätsel, das war jetzt echt Panne. Für mich jetzt. Krankenakte. Was kann ich denn mal machen? Um das besser lesen zu können. Also ins Telefon kann man leider nicht gehen, was doof ist. Was kann ich denn mal machen? Manchmal steht ja auch, wenn man die Sachen benutzt. Ja. Kapiere ich jetzt gerade nicht. Geh mal raus. Manchmal steht da ja, wenn man die Sachen benutzt, dass das schon der richtige Weg ist, aber. Ja, halt noch nicht ganz richtig, dass man da noch irgendwas machen soll. Vielleicht kann ich da auch noch gerade gar nichts machen. War hier noch was? Nee. Nee. Nee, ich denke schon, dass ich da drinnen irgendwie weitermachen soll. War hier noch was? Nein. Und hier wollen die sich da was machen. Mit diesem Ding hier. Warum? Hm?
Vielleicht bringt mich ja Feuer weiter. Ich lese es vor, aber ich mach's nie, ne? Weil ich manchmal so in Gedanken woanders bin. Manchmal lese ich echt was vor, aber denk nicht daran, was ich da eigentlich vorlese. Okay, dann wollen wir das mal mit Feuer aufmachen. Und? Jetzt hole ich das bestimmt damit raus. Hatten wir es? Ein Schlüssel. Okay. Schlüssel. Ist hier denn irgendwas verschlossen gewesen? Warte mal, da war doch diese Truhe. Genau, bei diesem Fledermausraum. Der ist bestimmt dafür. Ja. Jawohl. Und ich habe eine Krankenakte bekommen. Yay. Warte, war da ein Wimmelbild? Nein. Achso. Gut. Das wollen wir nicht verpassen. Die sind ja total toll, die Wimmelbilder. Dieses Telefonklingeln macht mich so nervös. So. Als ich klein war, hatte ich einen Lehrer, der genauso aussah wie John Smith. Er war Geschichtslehrer und ergoss sich in langen Monologen zur Unvermeidbarkeit eines Nuklearkriegs. Der John Smith in diesem Bunker scheint viele seiner Ängste zu teilen. Entdeckung. Er kann keinen anderen Gedanken formen außer diesen. Okay. Diese Wand sieht sehr brüchig aus. Vielleicht könnte man sie irgendwie zum Einsturz ermutigen. Komm schon, Wand! Brich ein! Eine Kiste mit Sprengstoff. Leider ist diese Kiste verschlossen. Ja, das kriegen wir schon hin. Was ist hier? Jemand anderes als Patient Schmitz versuchte, einen Tunnel zu graben. Also irgendwas werden wir hier schon tun können. Können wir die irgendwie hier... Oder das Schloss mit einem Brecheisen oder so? Ja, tatsächlich. Dynamit. Dynamit, komm schon. Das passt hier nicht. Dynamit. Alle gut festhalten, das Dynamit geht gleich los. Alles klar. Oh Gott, der Arme. Er ist frei. Sieh sich das einer an. Dort draußen herrscht kein Krieg. Niemand wurde verstrahlt. Das ist wunderbar. Und ich habe eine Patronensphäre. Yay. Der Typ ist frei. Okay, wir können, wenn nur jedermanns Probleme so leicht zu lösen wären wie die von John. Ich zeigte ihm lediglich, dass die Welt nicht so ist, wie er glaubte, und er trat hinaus in die Welt, die er verloren geglaubt hatte. Wie sieht's aus mit Krankenakten? John Ocean, Geschlecht, männlich, Alter 42, Diagnose Angst vor nuklearem Angriff. John Smith war Veteran der Marine und diente am vorderster Front in mehreren Kriegen. Es ist unklar, welches traumatische Ereignis seine Phobie auslöste. Im Jahr 2006 wurde er in seinem Bunker aufgefunden und weigerte sich mit Verweis auf die bevorstehende Apokalypse, diesen zu verlassen. Nach Ruhigstellung mit einer Betäubungspistole wurde er in Green Hills eingewiesen. Er wiederholt immer und immer wieder, dass der Hungertod in einem Bunker dem qualvollen Tod durch Verstrahlung vorzuziehen sei. Okay. Da ist bestimmt noch jemand. Mit Krankenakte. Zurückgehen? Nee? Nee, tatsächlich hatten wir den jetzt erst neu. Noch irgendwas hier einzusammeln? Können wir nochmal gucken? Ich bin froh, dass John endlich erkannte, dass die Welt noch nicht zerstört wurde. Ja. Ja, das ist schön. Ich habe die Sphäre bekommen. Wenn wir die jetzt aber einsetzen, weiß ich nicht, ob wir schon... Sind wir dann schon so weit? Ist hier noch was? Nein, okay. Tja. Mehr fällt mir dann aber auch nicht ein. Ihr habt halt das hier, ne? Aber da lässt sich auch nichts machen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geh mal zurück. Vielleicht sollen wir auch zurückgehen. Ich tue es auf jeden Fall mal, weil einen anderen Plan habe ich jetzt auch nicht. So. Bitteschön. Es fehlt nur noch eine. Mein Gott. Nur noch eine. Tim! Und dann haben wir es. Tim. Und dann wird sich die Tür hier bestimmt öffnen zum gruseligen Dr. Blackmore. So, hier gibt es nichts zu tun. Weiß nicht, was man machen kann. Überhaupt noch. Haben wir hier eigentlich Dingens schon geholfen? Geht's Dingens gut jetzt? Ja, ne? Ja, Dingens geht's gut. Ja. Okay.
Okay. Warum hängt er dann da aber immer noch? Verstehe ich auch nicht. Zahl 7. Den geht's an. Den geht's doch allen super jetzt. Alles tutti. Was war hier nochmal? Dem geht's ja auch gut. Dem geht's auch eigentlich gut. Dann ist die hier alle noch rumhängen, verstehe ich nicht, aber okay. Ach, guck mal, er sitzt hier sogar jetzt. Da ist der Fahrstuhl. Ja, das war ja tatsächlich dann der Baumraum, wo wir den Fahrstuhltypen... Jetzt sitzt er hier und genießt, dass er draußen ist und starrt weiter auf seinen Fahrstuhl. So richtig loslassen kann er ja dann doch nicht, ne? Na gut, muss er ja wissen. Pino? Ja. Brille, Brille, Brille. Ich weiß nicht, wofür wir die Brille einsetzen könnten. Hier unten waren wir ja jetzt schon. Ich glaube, das bringt uns auch nicht mehr viel. Warte mal, und wenn wir hier... Ach, ich weiß, womit. Die 7. Ja, ja, ja. Verstorben 1952 bis 2007. Warte mal, ich weiß, was das heißt. Da müssen wir nämlich nach hinten auf dem Friedhof. Da war doch noch was. Haha. Ja, ja, da Gott mich... Ja, genau. Und jetzt... mache ich was? Ah. Verstorben 1900 Dingensbummens. Warte, das muss ich mal anders machen. 1952. So. Dann gehört aber die 2 da weg. So. So. Bis 2007. Wie mache ich das denn jetzt? Njem, 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 njem. Das ist ja doof. Voll gut, voll schnell, voll geil. Mal wenigstens kann ich das schneller und nicht dieses komische Anrätsel. Was? James Patrick Goldman, Geschlecht männlich, Alter 57, Diagnose unbekannt. Alle Aufzeichnungen wurden auf Verlangen von Dr. Blackmore hin gelöscht. Bestimmt ist das der Dr. Blackmore selber oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Als ich klein war, hatte ich einen Lehrer, der genauso aussah, hatten wir schon. Okay. Das ist ja mal interessant. Jetzt kommen wir aber voran hier. Uiuiui, bin ich ja mal gespannt. Oha, wer ist denn das? Notizen. Die Krankenakte dieses Mannes wurde auf Befehl von Dr. Blackmore vollkommen gelöscht. Doch aus welchem Grund? Eingesperrt in dieses winzige Zimmer arbeitet er unablässig, ohne etwas zu erreichen. Hoffentlich können wir ihn überzeugen, eine Pause zu machen. Wer ist denn das? Der Arme sieht absolut nichts. Hier, seine Tastatur kriegt er jetzt. Ohne seine Brille sieht er nicht einmal, was er eigentlich tippt. Ach so. Das ist ja... Nun sieht er zumindest, was er tippt. Aha. Was haben wir hier? Etwas Säurehaltiges könnte seine Notizen sichtbar machen. Habe ich. Die Säure in der Limonade bringt seine Notizen zum Vorschein. Und? Und da kriegt er jetzt noch die Tastatur. Bitteschön. Jetzt hat das auch Sinn, was du da machst. Ich gestehe, ich kreierte diesen schrecklichen Apparat für Blackmore. Als er begann, ihn zu missbrauchen, konnte ich ihn nicht stoppen. Ich tappte in meine eigene Falle. Ach so. Der Apparat sollte die Leute vor ihren Ängsten heilen und sie nicht verstärken. Und nun zehrt Blackmore in welcher Form auch immer von eben diesen Ängsten. Tim ist seine wichtigste Energiequelle. Seine Angst und deine Sicherheit ist größer als alle anderen zusammen. Um ihn zu retten, musst du zuerst alle anderen Patienten retten. Doch du scheinst dies bereits zu wissen. Viel Glück, ich kann Blackmore nicht bezwingen, doch vielleicht kannst du es. Viel Erfolg. Oh, und ich habe die letzte Sphäre bekommen. Na, jetzt wird's aber spannend. Ich habe ihn von seinen Ängsten erlöst. Aber warum tippt er dann immer noch? Geh mal nach Hause. Komische Leute. Herr Goldmanrick gestand mir, dass er etwas... dass er es war, der für die schrecklichen Apparate verantwortlich war, die die Patienten in Green Hills quälten, doch dass sie ihnen helfen sollten und nicht schaden. Doch Dr. Blackmore missbrauchte sie für seine eigenen Zwecke. Er ernährt sich von den Ängsten anderer. Was glaubt er dadurch zu erreichen? Ich muss ihn aufhalten. Ich muss Tim retten. Ja.
Tim. Tim! Tim! Aber warum kann man nicht ans Telefon gehen? Das finde ich voll doof. Ich will das jetzt nochmal wissen. Kann man... Warum? Es klingelt und klingelt und ich will da rangehen. Das ist doof. Wir gehen mit der letzten Sphäre zu Tim. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Jetzt wollen wir es wissen. Ihr bestimmt auch. Oh, Tim! 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 Tim ist voll der Geile. Liebste, du hast mich gerettet. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, das Leid und die Angst dieser Menschen zu spüren. Ich wollte sterben. Zum Glück konntest du sie retten, wo ich es doch nicht konnte. Ich habe deinen Mut und deine Findigkeit wohl unterschätzt. Doch wir müssen uns noch um Blackmoor kümmern. Bitte warte hier. Du hast heute mehr als genug getan. Tim! Nein, Tim, geh nicht weg. Ciao. Ich liebe dich. Tschüss. Viel Glück. Meinem Tim geht es gut. Noch nie war ich so erleichtert wie jetzt. Ich war bereit, Hand in Hand mit ihm von diesem Ort zu fliehen. Doch Tim wäre nicht Tim, wenn er die Dinge nicht richtig stellen würde. Er rannte los, um Dr. Blackmores Menschmachenschaften ein Ende zu setzen. Ich muss ihm folgen. Noch einmal darf ich ihn nicht verlieren. Oh Gott. Das ist voll dramatisch. Aber ich werde jetzt hier nicht warten. Ich gehe da auch rein. Die Tür hat eine Störung, gerade als Tim hindurchging. Das macht nichts, denn wir wimmeln erstmal. So löst man die Probleme. Schrauben, Schlüssel, Fleischerhaken. 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 Gänseblümchen. Rumba-rasseln. Ja, na. Rumba-rasseln. Wo sind die denn jetzt? Das war es nicht. Das war ein Halfter. Ach so. Wo sind denn die Rasseln? Okay. Weintrauben. Wärmflasche. Zirkelchip. Boah, ey. Wie kann man denn so schwierige Sachen auch nehmen? Das sind voll die schwierigen Sachen. Da ist ein Zirkel. Chip. Kein Chip. Chip ist was anderes. Okay. Das war der Dartpfeil mal wieder. Ja. Wärmflasche. Hantel. Erdbeere. Beere. Da ist eine Erdbeere. Gänseblümchen rumbarasseln. Handschuhe. Die hatte ich doch schon. Wo sind sie jetzt? Hatte sie doch schon. Da. Diskette, Patrone, Schädel. Schädel. Wie eine Diskette aussieht, weiß ich auch noch. Wisst ihr es auch noch? Ich schon. In meiner Kindheit gab es noch Disketten. Ja. Und die waren schnell voll. Da konnte man nicht so viel drauf speichern. A la USB-Stick, nee. Patrone. Wo ist denn hier eine Patrone? Wenn ich nämlich jetzt hier quatsche, gucke ich nicht. Fleischern, Gänseblümchen, rumbarasseln. Rumbarasseln, hab sie. Gänseblümchen finden wir bestimmt auch noch. Da. Jetzt noch der Fleischerhaken und dann ist das Leben wieder schön. Chip. Da ist eine Diskette. Patrone vielleicht auch noch, dann hätten wir das auch. Fleischerhaken. Okay, ich nehme mir mal einen Chip. Was haben wir hier? Ach, das war die Patrone. Okay. Nee, das war der Chip. Das war der Chip. Da ist die Patrone. Sieht aus wie ein Lippenstift, war aber die Patrone. Und noch ein Federball. Da. Jetzt noch der Fleischerhaken, Leute. Wo ist der Fleischerhaken? Wieso finde ich den nicht? Säge. Schraubenzieher. Dies und das. Ich finde alles mögliche, nur nicht den Fleischerhaken. Fleischerhaken! Wo bist du? Manu, ich will weiterkommen. Das war aber sehr, sehr klein. Chip. So. Was ist jetzt hier? Ein Teil des Mechanismus fehlt. Okay.
Kann ich da diesen Dings reinsetzen? Nee. Ein Chip? Gehört der woanders hier irgendwie rein? Hm. Notizen. Nein, nein, nicht jetzt. Gerade als ich Tim eingeholt hatte, schlug die Tür, durch die er gegangen war, zu und klemmte fest. Ich musste sofort reparieren. Wer weiß, was auf der anderen Seite ist. Ja, Dr. Blackmore und Tim natürlich im totalen Gefecht. Ein Teil des Mechanismus fehlt. Pack doch den Chip da rein. Ah, und jetzt können wir nochmal wimmeln. Kleine Glühbirne, ja, weil das so schön war. Schraubenzieher, aber jetzt kann ich all die Dinge einsammeln, die ich vorher gesehen habe. Das ist immer das Schöne daran. Man muss ja die positiven Dinge sehen. Hammer, den hatte ich auch schon. Den hatte ich schon. Da ist der Hammer. Kamera. Brille, Brille, Brille. Hatte ich auch schon. Kanone. Brombeere, die hatte ich auch schon da oben. Schleife, die hatte ich auch. Schlagstock. Eiffelturm. Ja, das ist toll. Man sieht immer das, was man nicht finden soll. Das ist so merkwürdig. Thermometer. Lautsprecher. Wo seid ihr? Das war die Kanone. Lautsprecher, 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 Lautsprecher. Da? Nein. Hm. Lautsprecher vielleicht? Schuh, Rosen, Eimer, Auto. Die letzten vier Dinge. Schuh? Hosen. Den Eimer hatte ich doch auch schon. Ist das hier der Eimer? Nein, da. Eimer, Auto. Nur noch das Auto. Leute, Auto. Und dann finden wir Tim. Und gehen glücklich mit ihm nach Hause. Es wird auch endlich Zeit mit uns hier. Auto, 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 Auto. Bestimmt so ganz klein irgendwo hingekritzelt, ne? So als Verarsche. Mhm. Wo ist es? Da, oh, das ist gemein. Ganz oben auch wieder am Rand. So, ich habe eine Glühbirne. Und die kann ich jetzt hier einsetzen. Und wir können durch. Tim! Boah! Lass nicht zu, dass er diese Maschine startet oder alles ist verloren. Beeile dich, mein Schatz. Es wird immer stärker. Oh Gott. Ich soll jetzt hier was machen? Nachmachen, nachmachen. Mein Gott, noch so viele Runden. Ich will nicht. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Es wird immer schwieriger. Okay. Nein, das, ich hätte erst hier hingehen sollen, scheiße. Ah. Ja. Konzentrieren, konzentrieren. Warum muss ich jetzt von vorne anfangen? Das ist voll blöd. Was? Was war das Erste? Nein. Ich mag nicht mehr. Mag nicht mehr. Oh, bitte nicht. Nein!
War das jetzt zweimal blau? Nein. Nein, jetzt geht's wieder zurück. Oh nein, das war nicht. Ich habe nicht hingeguckt. Ich will nicht mehr. Oh, das ist voll scheiße. Es geht immer wieder von vorne los, wenn man wieder einen Fehler macht. So. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Komm, mach einfach. Das macht mich voll nervös, die Scheiße. Das geht ja noch. Und dann? So. Oh Mann. Nee, ist klar. Jetzt fängst du schon wieder an hier, ne? Oh Gott. Nein. Ja. Wisst ihr, ich brech das hier mal eben ab und guck mal aus dem Fenster, schnapp mal ein bisschen frische Luft. Vielleicht klappt es dann besser mit den Farben und den Tönen. Weil die Zeit ist auch um, aber es ist echt ein bisschen anstrengend gerade so für mich. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich werde das schaffen. Eines Tages schaffe ich dieses Denkrätsel. Wahrscheinlich bin ich schlechter als ein Affe gerade, der irgendwelche biologischen, sozialen Tests schaffen würde und ich nicht. Mit was war zuerst und was kommt dann. Irgendwie kann ich mich gerade schwer konzentrieren. Ich versuche das nächste Mal nochmal. Bis dann! Und dann werden wir Tim befreien. Also er ist ja schon befreit, aber aus den Fängen von Dr. Blackmore. Und Dr. Blackmore wird hoffentlich seine Strafe auch bekommen und das alles sehen wir im Finale des letzten Parts. Bis dann!